Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Tag 2 meines kleinen Keto-Selbstversuchs. Was mache ich? Ich möchte euch gerne zeigen, wie man vernünftig aus der ketogenen Ernährung rausgeht und natürlich 14 Tage später wieder reingeht. In der Zwischenzeit, in der ich aus der Ketose raus bin, möchte ich euch einige Versuche zeigen und dafür und damit ich euch zeige, wie man raus und reingeht, weil diese Frage einfach sehr häufig kommt, mache ich diese Serie. Wie gesagt, Tag 2. Gestern habe ich angefangen, aus der Ketose rauszugehen. Wie mache ich das? Ich steigere im Prinzip jeden Tag meine Kohlenhydrataufnahme um 50 Gramm. Gestern habe ich mit 50 Gramm angefangen. Das reicht schon, um mich aus der Ketose zu schmeißen. Bei mir ist es, wie gesagt, knapp über 40. Ich habe das auch gemerkt. Das habe ich so gemacht. Das ist ganz wichtig, weil es sehr viel Stress für den Körper ist. Also ihr müsst euch überlegen, ihr habt vorher eure komplette Biologie auf Ketonkörper umgebaut. Stellt euch vor, ihr habt ein Auto, ihr habt den Benzinmotor rausgenommen und ihr baut jetzt einen Strommotor ein. Das Ganze dauert ein bisschen. Das Ganze ist sehr anstrengend auch für den Körper. Und ihr solltet dann nicht direkt an die Zapfsäule fahren, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt doch wieder Benzin tanken und Benzin reintanken. Gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, gebt es in die Werkstatt, baut langsam um. Das selber habe ich auch gemacht. Also ich habe jetzt den Schritt gemacht mit den 50 Gramm, dass ich rausfliege aus der Ketose, aber nicht zu stark. Und selbst das habe ich auf mehrere Mahlzeiten aufgeteilt. Das heißt, ich habe 3 Mahlzeiten am Tag zu mir genommen. In der ersten Mahlzeit morgens würde ich euch immer empfehlen, keine Kohlenhydrate zu essen, egal wie ihr euch ernährt, ob ihr euch westlich ernährt oder ob ihr Keto macht oder was. Eine Möglichkeit morgens würde ich euch empfehlen, Fett und Eiweiß zu euch zu nehmen. Einfach deswegen, wenn ihr morgens keinen Insulinspike habt, dann habt ihr den Tag über einfach generell weniger Hunger. Also ein kleiner Tipp am Rande. Dann habe ich in Mahlzeit 2 und in Mahlzeit 3 habe ich jeweils 25 Gramm Kohlenhydrate zu mir genommen durch Süßkartoffeln. Süßkartoffeln, weil die einen geringen glykämischen Index haben. Glykämischer Index ist der Wert, der anzeigt, wie schnell der Blutzucker von etwas belastet wird. Und ich halt etwas haben wollte, was nicht nach oben schießt. Weil der Druck aufs kardiovaskuläre System sehr groß ist und im schlimmsten Fall könnten Zellen bei euch kaputt gehen oder es könnten sogar Blood Vessels, ich weiß das deutsche Wort gerade nicht, Blutgefäße. Blutgefäße platzen und wenn ein Blutgefäß im Gehirn platzt, nicht gut. Deswegen auch keine Cheat Days und wenn euch jemand erzählt, ihr müsst ab und zu eure Glucose refillen, bitte entfolgt dieser Person, weil ganz ehrlich, wenn ihr einen Tesla habt und euch erzählt der Kfz-Mechaniker, hey, ihr müsst ab und zu noch ein bisschen Benzin reintanken, da würdet ihr, glaube ich, auch nie wieder in diese Werkstatt gehen. Das ist hier genauso. Also, ja, wofür solltet ihr etwas zu euch nehmen, was ihr einfach nicht mehr braucht? So, gut. Also, was ist heute am Tag 2? Ich werde das Ganze steigern. Das heißt, ich gehe heute auf 100 Gramm Kohlenhydrate. Auch wieder auf die 2 Mahlzeiten. Das heißt, ich werde in der zweiten Mahlzeit 50 Gramm Kohlenhydrate, in der dritten Mahlzeit nochmal 50 Gramm Kohlenhydrate zu mir nehmen. Morgen 75-75. Und dann bin ich definitiv komplett raus. Und ja. Wie geht es mir? Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht gut. Es ist natürlich klar, also für die Leute, die einen Keto-Flu gehabt haben, also Keto-Grippe gehabt haben, klar, ihr kennt den Übergang, der ist nicht besonders angenehm. Dasselbe habt ihr auch in die andere Richtung. Was vor allen Dingen dazu kommt, ist, dass ihr eine Weile keine Energie habt. Also der Körper kann zwar schneller wieder auf die Glucose zugreifen, also auf Ketone zugreifen kann, aber auch das dauert ein bisschen. Das heißt, ich merke heute, ich bin einfach ein totales Loch, ich habe keine Power. Ich hatte heute Morgen Armtraining, ich konnte einen Bizep trainieren, Trizeps habe ich, ich habe Bizep trainiert und Trizeps nach ein paar Sätzen abgebrochen, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Also ich habe da mit Barbie-Gewichten rumgeworfen, dann spare ich mir das lieber, weil ich auch einfach merke, dass die Regeneration hinterher nicht da ist. Es ist natürlich so, dass ihr in der ketogenen Ernährung einen riesen Vorteil habt und das bin ich halt auch gewöhnt gewesen. Ich bin aufgestanden, ich hatte gleichbleibende Energie, das heißt, ich bin aufgestanden, ich bin fit. Das habe ich heute nicht. Ich bin heute aufgestanden und habe überlegt, mich nochmal umzudrehen und weiter zu schlafen. Das kenne ich bei mir nicht. Das ist halt einfach, da merkt man halt, dass jetzt gar keine Energie ist, aber ich weiß auch, wenn ich wieder auf Kohlenhydrate bin, ist das weg. Oder dieses fitte Morgens geht halt einfach mit den Ketonkörpern wieder weg. Gleichzeitig gibt der Körper euch, wenn ihr vernünftig fastet, wenn ihr vernünftig Keto macht, wenn ihr eure Hormone richtig einsetzt, kann euer Körper euch bis zu 300% eurer Wachstumshormone ausschütten und deutlich mehr Testosteron ausschütten. Und diese Energie morgens war ich halt gewöhnt. Die ist jetzt definitiv schon weg. Die habe ich mir ja schon mit den 50 Gramm Kohlenhydraten einfach schon mal abgeschossen. Und das ist halt etwas, was schwierig ist. Und ja, übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man sowas genauer steuert, dann, ich habe ab 1.9. hier, könnt ihr euch gerne anmelden, eine Gruppe. Wir sind schon eine ziemlich große
Haufen, bunter Haufen. Ich bin super gespannt, wo es das Hauptthema Hormone sein wird. Wie steuere ich Hormone? Was sind die wichtigsten Hormone? Wie steuere ich Leptin, also wie steuere ich Hungerhormone, wie steuere ich Sättigungshormone, wie steuere ich Testosteron, wie baue ich mit Hormonmuskulatur auf, wie baue ich Fett ab, wie funktioniert das überhaupt alles, das ist der Hauptinhalt. Gleichzeitig ist aber auch ein weiterer Inhalt, dass jeder natürlich seine eigene Geschichte hat, jeder sein eigenes Ziel hat und ich möchte gern, dass jeder in diesem Monat, dafür sind wir noch klein genug, dass wirklich jeder sein Problem komplett individuell gelöst bekommt. Und es wird eine Menge Tools geben. Die andere Gruppe ist gerade jetzt am 15. zu Ende gegangen. Super, war eine tolle Erfahrung. Ich glaube, es gab keinen dabei, der oder die gesagt hat, das war schlecht. Und das soll jetzt noch mal eine Ecke besser werden. Das haben viele von der alten Gruppe auch wieder mitgemacht. Also ganz toll, freut mich total. Gut, aber wie gesagt, das ist das, was ich jetzt vorhabe. Das ist das, wie es mir geht. Von den bloßen Werten ist es so, mein Ruhepuls ist höher gegangen. Mein Blutdruck ist höher gegangen. Das ist etwas, das war mir klar, weil bei Keto hat man natürlich, das Herz beruhigt sich und ich habe ein Sportlerherz. Also ich habe früher leistungsmäßig lange, lange Jahre Zeit Basketball gespielt, mehrere Jahre in Amerika auch gespielt und ich weiß, dass ich ein übergroßes Herz habe, also ein sogenanntes Sportlerherz habe. Und das ist halt bei Kohlenhydraten, selbst nach dem ersten Tag, 50 Gramm sind ja nicht wenig, ist das jetzt schon nach oben gegangen und das merke ich halt. Gleichzeitig, was ich jetzt nicht so witzig finde, ist, ich bekomme langsam wieder Sodbrennen. Ich hatte vorher Probleme mit Sodbrennen. Ich habe heute ein bisschen Sodbrennen. Das hatte ich auch in der ketogenen Ernährung, war das komplett weg. Und dann ist etwas dazugekommen. Es ist halt so, ich bekomme jeden Tag die Frage, Phil, ich bin beim Basketball umgeknickt, ernähre ich mich falsch? Oder, ich habe mir heute den Kopf gestoßen, esse ich zu viele Kohlenhydrate. Es gibt manchmal Dinge, die haben natürlich nichts mit der Ernährung zu tun, aber ich habe halt Rückenschmerzen, beziehungsweise ich hatte gestern Rückenschmerzen und ich habe 10 Jahre keine Rückenschmerzen mehr gehabt. Ich kann es mir nicht erklären, also es könnten Nierenschmerzen sein, aber auch das nach 50 Gramm Kohlenhydrate eigentlich nicht. Aber es ist halt trotzdem auffällig, dass ich einen Tag da rausgehe und dann halt Rückenschmerzen bekomme. Wie gedacht, oft ist dann die Frage Huhn oder Ei, also woher kommt's, aber es ist halt einfach so. Gut, das sind die Sachen dazu, das ist das, was jetzt passiert, das ist das, wie es mir geht. Ich werde morgen auf 150 Gramm Kohlenhydrate und dann bin ich auch definitiv komplett raus. Da werde ich eine Weile Kohlenhydrate essen und übrigens bin ich gefragt worden, ob ich mich darauf freue. Nein, freue ich mich gar nicht, weil das ist mir nicht wert. Also es gibt nichts, was ich in der ketogenen Ernährung vermisst habt, das ist ja das, was ich immer sage, gewöhnt euch die Sachen, die annähernd an das gehen, was ihr mal gegessen habt, ab. Einfach als Commitment für 3 Monate, kein Brot, keine Pasta, kein gar nichts, dann vermisst ihr es auch nicht mehr. Also ich bin komplett abhängig von dem Zeug gewesen. Ich hatte über 175 Kilo, als ich mich das letzte Mal gewogen habe, weil ich dieses Zeug so gern gegessen habe. Brot, ich habe es geliebt. Kann man sich abgewöhnen. Und danach seid ihr es einfach los. Es ist dann nicht so, dass ich sage, oh, ich vermisse das und oh, bei mir gehört das zu dem Leben dazu. Nein, es ist einfach weg. Der Druck ist einfach weg. Und bei mir ist auch so, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sagen muss, ich brauche jetzt dies oder das. Klar, es gibt Sachen, die ich gerne essen werde. Ich werde zum Beispiel nochmal Sushi essen, weil ich Sushi gerne mag. Aber es ist jetzt nichts, ich mag mein Blumenkohl-Sushi zum Beispiel genauso. Gut, das dazu. Und dann noch ein Dankeschön an Annette und an Nicole vor allen Dingen. Ihr habt euch, das sind 2 Followerinnen, die ganz am Anfang schon dabei sind. Vielen Dank, dass ihr euch so Sorgen um mich macht, dass mir das passiert, aber ich mache Keto mittlerweile seit 16 Jahren und ich weiß genau, was ich hier veranstalte. Das ist halt wichtig, sonst würde ich auch so einen Kanal nicht machen. Das heißt, ich habe mit zehntausenden Leuten gearbeitet und ich weiß, was ich hier mache und darum mache ich es auch, um euch zu zeigen, welche Fehler ihr nicht machen sollt. Genau. Und aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr euch so darum gesorgt habt, dass ich auf mich aufpassen muss. Dankeschön. Gut. Ja, das soll jetzt nicht zu lange werden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie mir gerne hier drunter. Wenn ihr auch in der Zeit, in der ich draußen bin, sagt, wollte schon immer wissen, ob Keto, ... sagt mir Bescheid und ich gucke, ob ich es oder wie ich es eingebaut bekomme. Keto-Tests werde ich machen. Ich werde exogene Ketone probieren, ich werde Fette probieren, ich werde MCT-Öl probieren, ich werde viele Sachen probieren, um euch zu zeigen, was macht. Und gut, dann würde ich sagen, ja, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Macht's gut.